Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Crystal of Life im dritten Ägypten-Level namens Egyptian Mastaba Caves. Ich glaube, das kann ich euch übersetzen. Ägyptische Mastaba-Kavernen. Mastaba-Kavernen, keine Ahnung. Also wir sind in den ägyptischen Mastaba-Kavernen, weil Mastaba gab es doch schon in Tomb Raider 4 und in Deutsch Mastaba heißt auf Deutsch auch Mastaba wahrscheinlich. Weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich würde es anders ausgesprochen, aber jedenfalls sind wir in den ägyptischen Mastaba Caves. Ja, fünf Secrets gibt es schon wieder. Das ist ganz schön viel. Im letzten Level hatten wir ja leider nur zwei und hier sieht man Schrotmunition. Das ist schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, ob das das letzte Level ist. Kann auch sein, dass es dann noch ein Ägypten-Level gibt. Ich glaube, es gab nämlich sogar vier Ägypten-Level und da hätten wir gerade Kugeln, die bestimmt gleich losrollen werden. Wir haben die Pistolen. Pistolen, genau. Oh. Oh. So viel schon? Haben wir so viel gesammelt? Wir hatten doch vor kurzem erst 12. Komisch. Also, wir haben 24 Schuss auf dem Gewehr. Das ist doch schon mal richtig schön. Und 280 auf der Uzi. Immer noch 12 Fackeln. Wir finden einfach keine Fackeln. Aber in Ägypten brauchen wir die noch nicht. Aber ich denke mal, später brauchen wir die ganz dringend. Mal gucken. 5 große Medipacks und 9 kleine. Also, die Medipacks sind auch nicht gerade wenig. Und nach über einer Minute der Vorräte. Ja. Machen wir uns jetzt mal hier auf den Weg. Und ich habe gewusst, dass die Kugeln rollen. Ich habe gerade schon wieder eine Minute gelabert. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Hätten wir hier runterrutschen können. Hätte uns auch nichts passiert. Was? 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 Alter. Speichern. Das haben wir gut gemacht. Mastaba-Kavernen. Oh, die Musik mag ich. Die ist schön. Zwar laut, aber sie ist schön. Oh, ich liebe die Musik. Ich bin jetzt mal kurz ruhig. Weil ich mag die Musik so sehr. Hallo? Spiel? Irgendwas hat er gerade. Hier, seht ihr das? Die Verrückungen? Oder ist alles zu weitläufig? Alles ein bisschen so groß hier. Ja, er muss nämlich sehr viel aufnehmen. Ich verstehe schon. Leute, ich habe ein Problem. Ja, der Raum ist so groß, da hat er sehr viel aufzunehmen und deswegen kommt er ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. So, hier muss ich nicht so viel aufnehmen. So. Ja, es hängt gerade sehr dolle, weil er sehr viel aufnehmen muss, weil das ein Riesenraum ist. Weil ich mich in die Richtung drehe, sollte eigentlich hängen. Hä? Weil eben hat er gehangen, als ich in die Richtung gelaufen bin, weil ich hier wirklich sehr viel aufnehmen muss. Das ist ein Riesenkomplex. Es erinnert mich aber auch sehr an das Heiligtum des Geon aus Tomb Raider 1, muss ich auch wieder sagen. Das letzte Level sah aber auch schon so aus. Oder liegt Munition? Der noch was? Ist der ein Schlüssel? Nee. Ein Secret, ernsthaft. Ich freue mich ja über Secrets, aber so eins. Oh, Harpunenpfeile haben wir jetzt auch schon drei. Ja, in Tomb Raider 3 gab es die Harpune und es gibt auch in diesem Spiel die Harpune. Ich meine, dass da irgendwie nichts weiter war, weil da wo ein Secret ist, geht es ja in der Regel nicht weiter. Ja, jetzt hängt es plötzlich nicht mehr. Vielleicht war es an der Musik, weil die Musik war auch sehr laut. Wenn manchmal die Musik sehr laut ist, dann wird die Aufnahme auch manchmal unterbrochen. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil die Musik so laut war. Da hat er ein bisschen, ist er ein bisschen überfordert, wenn er so viel aufnehmen muss, wenn die Lautstärke wahrscheinlich so laut ist. Keine Ahnung. Aber wir suchen jetzt schon wieder 3,5 Minuten rum. Es ist unfassbar. Wir haben noch überhaupt nichts gemacht in dieser Zeit. Ah, ich habe noch eine Idee. Vielleicht kommt es aber von da. Nee, das macht aber keinen Sinn. Nee, das ist doch viel zu weit, die Entfernung. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht von hier darüber springen kann. Und das ist ja auch ein Secret gewesen. Das ist viel zu weit. Ah, hier oben ist nicht so viel ist, würde ich sagen. Machen wir uns mal nach unten. Nein. Gott, ist hier viel zu entdecken. Aber nee, da will ich nicht runter, sondern da ist Wasser. Ja, wir springen jetzt einfach mal ins Wasser runter. Ja. Oh. Es ist schon wieder so tief hier überall. Da geht schon mal irgendwo rein. Erstmal gucke ich mich jetzt hier, ob wir schon irgendwo raus können aus dem Wasser. Kann ja sein, dass wir irgendwo hier raus können. Zum Beispiel hier kann sie hier außen stehen. Ja. Okay, oh Mann, ist hier viel zu entdecken, Leute. Dauert schon eine Folge lang, hier erstmal alles zu entdecken. Hier ist eine Tür. Okay. Wenn wir drüber laufen, geht sie auch nicht auf. Hier ist nichts. Hier ist erneut so eine Tür. Die Augen nicht aufgehen, wenn man drauf geht. Okay. Und hier? Also, wir haben jetzt erstmal zwei Türen, die wir öffnen müssen. Kann sie da drauf stehen? Nein, nein, nein!
Nein! Nein! Ich muss wieder laden. Jetzt hat sich wieder verbuggt. Ich habe noch nicht gespeichert, oder? Ja, ich habe hier gespeichert. Okay, dann springen wir noch mal kurz hier runter. Oh, ist ja noch geiler von hier oben. Aber da oben war jetzt scheinbar nichts. Ich gehe jetzt einmal hier unten rein, weil ich habe da oben jetzt nichts groß gesehen. Gehen wir doch erstmal hier rein. Hier sind so viele Wege, das macht dann immer so bekloppt irgendwie. Was ist das denn hier? Sieht alles komisch aus. Oh, Schrottmunition. Da haben wir uns echt schon viel. Ich glaube 28, oder? Ja, fast 30 Schuss, nämlich 28 haben wir schon auf der geliebten Shotgun. Ich mag die Shotgun. Da kann man aus dem Wasser raus. Und das sind wieder so Wandbemalerungen. Die finde ich wieder mal ganz komisch. Hier kann sie aber schon mal hoch. Oh, das ist hier ja irgendwas, aber ich. Kann sie irgendwo hochgehen? Nee, das ist auch keine Kiste. Nee. Aber hier kann was sein, oder? Was, ein Block? Sehr auffällig. Ah, in Tomb Raider Unfinished Business, im richtigen Spiel, sind da auch so eine Frösche an der Wand. Seht ihr die? Diese komischen, über die Wandbemalerung, diese komischen Dinger? Und in Tomb Raider Unfinished Business sind die ja so rumgewackelt, sind die ja rumgeschlichen durch die ganze Wand durchweg. Fand ich richtig cool, dass das in Tomb Raider 1 sowas schon, dass sie sowas schon in Tomb Raider 1 erreichen konnten, mit auch der Grafik und den damaligen Voraussetzungen. Aber im Remake, den wir gespielt haben, gab es, glaube ich, nicht. Haben sie sich da bewegt? Ich glaube, da habe ich im Let's Play auch was dazu gesagt, aber ich merke mir das leider nicht. Und jetzt haben wir ein Medipack erneut hier liegen. Muss ich nur genug umschauen. Jetzt haben wir nämlich 10 kleine Medipacks und 5 große. Sehr schön. Und mussten noch kein einziges Medipack jetzt nehmen in den ersten 2 Leveln. Das ist auch total super. Aber noch gibt es nicht allzu viele Gegner. Und jetzt haben wir hier Schrotmunition. Davon haben wir jetzt auch 30 Schuss. Cool, oder? 10 kleine Medipacks, 5 große, 2 Fackeln. 280 und 30 Schuss auf der Shotgun. Cool, cool, cool. Freut mich sehr. Munition, wirklich, die steigert sich schon. Ich denke, die brauchen wir auch. Deswegen glaube ich bei den Pistolen, weil die Tickers ja wirklich nicht allzu schwer zu besiegen sind. Müssen wir jetzt mal sagen. Ah! Leute, Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Oh Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hier habe ich gespeichert, okay. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Alter Schwede. Kommt da einfach mal so eine Kugel. Also der Levelbauer, der tschechische Levelbauer, die tschechischen Levelbauer oder was weiß ich, die haben echt viel Spaß mit Kugeln. Ich meine, es gab schon voll viele Kugeln in diesem Spiel, die gerollt sind. Das müsst ihr jetzt mal zugeben. Also ich fand, es gab sowas von viele Kugeln, die hier schon gerollt sind. Also der Levelbauer hatte sehr viel Spaß mit irgendwelchen rollenden Kugeln. Wo man sich total erschreckt. Gestern habe ich die letzte Wetten, dass Show gesehen. Die letzte Wetten, dass Show. Aber nicht zu Ende. Immer mal ein Stückchen, weil ich habe im Gegensatz Mottos ihr Hobby geguckt. Lama, was machst du? Ist blöd. Ich habe eigentlich was gerade gesagt. Ich habe gestern die letzte Wetten, dass Show geguckt. Und eigentlich gucke ich Wetten, dass ja eigentlich überhaupt nicht. Aber es war die letzte Wetten, dass Show mit Markus Lanz. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde Markus Lanz besser. Also ich fand den Gottschalk nicht so gut eigentlich. Ich habe zwar sehr wenige Shows mit Gottschalk auch geguckt, aber ich fand den Lanz viel besser. Ich erzähle jetzt mal kurz ein bisschen was. Interessiert euch wahrscheinlich überhaupt nicht, aber egal. Könnt ihr ja vorspulen. Und ich finde den Lanz halt irgendwie eigentlich total super. Also ich finde den, der macht das eigentlich total gut. Ist gut vorbereitet und alles. Gottschalk hat ja nur aufgehört, weil dieser Samuel Koch, glaube ich, über dass dieses Auto das gesprungen ist mit den Rollen und da war schiefgegangen ist. Habe ich mir gestern erst nochmal ein Video angesehen. Weil mich das so interessiert hat, weil mich das alles so daran erinnert hat. Oh mein Gott, da ist ja was passiert mal vor 3 Jahren oder so. Ja, die Einschaltquoten wurden halt immer niedriger. Aber was ich gelesen habe, selbst bei Gottschalk wurden am Ende die Einschaltquoten weniger. Und Gottschalk wollte aussteigen. Aber Gottschalk ist dann erst recht ausgestiegen, als er dann, also der Samuel Koch, den Unfall hatte. Und da habe ich mir das hier Hobby geguckt, das war auch voll spannend. Da wollten sie Jessica Fletcher, wollte die eine Frau, eigentlich sie vergiften, aber es war dann doch ein anderer. Ja, aber ich will mich jetzt hier nicht länger da mit der Vorrede aufhalten. Das hört euch wahrscheinlich alle überhaupt nicht. Eine Minute gelabert wahrscheinlich und überhaupt nichts gebracht. Naja, aber ich finde Mottos ihr Hobby total cool. Es ist so auch 80er Jahre, 70er Jahre sogar, glaube ich, teilweise manche Folgen schon. Aber ich finde die alten Krimis halt einfach nur genial. Ich weiß, manche denken sich jetzt, oh mein Gott, das ist so alt. Einige von euch kennen das wahrscheinlich überhaupt nicht. Ach, endlich.
Aber ich finde Mortis Hobby cool. Und wenn das, was ich gestern gesehen habe, weil die letzte Show fand ich eigentlich auch ganz lustig. Mit Markus Lanz. Ich finde ihn besser. Ich ist gar nichts, was für eine Verarsche. Ja, aber jetzt rede ich nicht mehr über Wetten, dass und nicht mehr über Mottos Hobby, weil es interessiert dich wahrscheinlich alle überhaupt nicht. Und es muss dich auch gar nicht interessieren. Hier ist ja noch ein Eingang gewesen, stimmt. Wetten, hier kommt auch wieder eine Kugel. Oder nicht? Keine Kugel? Nee. Aber eine verschlossene Tür. Okay. Im Wasser ist vielleicht ein Schalter, oder wir kommen halt hier erst später hin, im generell. Hier ist so viel zu entdecken, das ist unfassbar. Oh, nochmal hier hochsprinten. Hallo? Nee, hier war aber auch kein weiterer Schalter. Nee, hier ist nichts. Oder ist das eine Kiste? Nee, die wollen aber auch anders aussehen. Und das war mein Handy. Hier Windows 7 Startup Sound. Und jetzt blinkt mein Handy schon wieder grün, weil ich wahrscheinlich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Ist unter Wasser jetzt noch ein Schalter, den ich verpennt habe? Sonst geht es hier erstmal nicht weiter. Wir kommen hier erst später hin. Also, falls hier kein Schalter ist, merken wir uns, dass da oben eine verschlossene Tür ist. Ja, wir haben schon voll viele verschlossene Türen gesehen. Das ist alles so umfangreich hier. Aber wir kamen in den ersten zwei Leveln ziemlich gut zurecht. Wir haben es auch alle ein paar Mal gehangen, aber okay. Also hier kommen wir erst später hin, denke ich mal. Wir schwimmen jetzt hier wieder raus und gucken uns doch nochmal da um. Da oben. Da muss ja irgendwas sein. Sonst wäre das ja ein bisschen schwachsinnig. Ich habe nämlich auch noch einen Weg gesehen, den ich nicht ganz abwegig fand. Ich spreche aber trotzdem mal auf einen anderen, falls doch da irgendwas gewesen ist und wir es verpennt haben. Nämlich hier wollen wir irgendwo hier reinspringen. Genau, überall hier. Medipack! Leute, wir haben das bei der Secret gefunden. Was ist denn das für Secrets, Leute, bitte? Das ist doch kein Secret. Das ist doch total offensichtlich, dass hier irgendwas ist. Ich hab gedacht, hier geht's weiter. Wie kann man das denn als Secret machen? Oh Mann, es ist so einfach. Das sind ja die Secrets aus schon mal der 1 Million mal schwerer. Aber wir haben ja schon 32 auf der Shotgun. Das ist so schön. Aber hier war nur ein Secret. Aber echt, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wo es weitergeht. Weil da drüben war ja nichts. Vielleicht geht's doch da unten Wasser weiter. Ich habe da eigentlich nichts gesehen. Oder kann man hier nach außen rumlaufen? Ja, kann man. Ich sehe hier hinten irgendwas. Ja, ich glaube schon, hier ist nämlich ein Gegner. Wenn irgendwo ein Gegner ist, geht es meistens irgendwo weiter. Und hier ist ein Medipack. Jetzt müssten wir, glaube ich, 12 kleine Medipacks haben. Ja, Leute, ich weiß, ich zähle jetzt hier schon die Medipacks mit, aber hallo? Wir kriegen hier so viel die Goodies. Ich glaube, hier geht's weiter, weil hier war jetzt gerade ein Gegner. Schrotmunition. Es sieht immer die gleiche Munition rum. Entweder die gleiche Munition oder die gleichen Medipacks. Es gibt ja keine so vielen Medipacks, aber wir kriegen auch jetzt 34 Shotgun. Ich würde die ja gerne mal verwenden, aber ich weiß nicht, ob da noch fiesere Gegner kommen, wo wir die Waffen dann. Da kommt es aber hin. Nötiger brauchen. Als jetzt bei diesen Tigern, weil die sind ja echt nicht so stark. Und natürlich ist auch gar nicht ein, die mit besseren Waffen zu besiegen. In Tomb Raider 2, wie ich schon mal gesagt habe, in Tomb Raider 2, nee, schon den Inseln, die Gegner, die waren zum Beispiel ätzend. Ich hatte ja am Ende voll viel Uzi-Schuss, irgendwie 3000 oder so. Dafür halt aber nicht mehr so viel Munition von anderen Waffen. Da hatte ich von der Automatik nur noch 100. Da war ich am Ende auch nicht mehr sparsam. Da kommst du hin, Lauer. Du willst mich doch jetzt einfach verarschen. Du musst da hinkommen. Wie lange geht die Folge noch? Oh, nur noch eine Minute ungefähr. Naja, probieren das jetzt aber noch ein paar Mal. Du kommst da hin. Vielleicht hier vom Rand. Obwohl, das macht auch nicht viel Sinn, weil da vorne ist es ja wieder so. So vielleicht? Ja, sage ich doch, sie kommt da hoch. Habe ich doch ganz genau gewusst. Ägyptian Mastable Caves. Okay, wir kommen auf jeden Fall weiter. Oh Gott. Hallo. Okay. Nee. Nee. Okay, was sollen wir jetzt hier oben machen? Ist hier irgendwas? Er wird ja wohl hoffentlich. Ich sehe noch nichts, also. Hä? Guckt sie nach oben? Nee. Naja, okay, wir gucken uns in der nächsten Folge hier ein bisschen genauer um. Vielleicht ist sie ja doch was. Guck mal da zum Beispiel, da könnte sie vielleicht hinspringen. Oder schafft sie von hier doch niemals.
Okay, wir müssen uns hier aber ganz genau umschauen in der nächsten Folge und werden bestimmt einen Weg finden. Mal gucken, bis gleich.